Morde sind genug gewechselt. Nun lasst uns endlich Tatort sehen. Alles klar zum Gefecht! Alles klar! Und wo ist Adula, die alte Pfeife? Da, wo er hingehört, du alter Knacker! Na denn, Tim, Bim, Marsch, Marsch! Wir! Wieder mal fahren wir zu euch ins Haus. Macht euch ganz bequem, zieht die Schuhe aus, habt ihr Spaß. Dann seid es den Applaus für die neue Folge von Timbim. Wir sind froh, wenn es euch gut gefällt. Nochmal ziehen wir durch die ganze Welt. Eintritt frei in unser Zirkuszelt. Mit Humor und Stimmung von Timbim. In der heutigen Sendung wird mit Ingrid Steger. Elisabeth Volkmann. Helmut Heiger. Richard von Reul. Horst Just. William Millier. Wenke Mürbe. Und heilig! Wir sind schon bald so weit und bemühen uns, bis wir glücklich sein, wie es war. In der Vergangenheit geht es heute weiter mit dem Bim. Geht es heute weiter mit dem Bim? Mit Bim, mit Bim, mit Bim, Bim, Bim. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Und jetzt nochmal alle. Guten Abend. Da sind wir wieder. Und wir wollen auch gar nicht lange stören. Nur knapp 45 Minuten. Also laufen Sie nicht gleich weg. Denn wir freuen uns ja, dass Sie da sind. Und wir wollen auch, dass Sie das nächste Mal wiederkommen. Darum haben wir allen möglichen Blödsinn gesammelt, verschnürt und verpackt. Und schicken Ihnen das Paket als Klimbim sofort frei Haus. Viel Vergnügen also. Mit uns. Und mit unseren Gästen. Und mit Klimbim. Klimbim ist unser Leben, Klimbim hat montags zu. Klimbim schmeckt nach Vanille und spielt gern Winnie the Pooh. Klimbim ist unser Leben und ist es mal nicht wahr. Da mach ich mir nen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Thank you.
Das ist doch nicht meine Einheit. Wo ist meine Einheit? Ich will zu meiner Einheit. Wo ist meine Einheit? Ich will zu meiner... Oberst, Sie haben die mangelnde Disziplin in der Truppe beklagt. Was schlagen Sie vor, um Abhilfe zu schaffen? Truppensex, mein Lieber. Truppensex. Zu entschuldigen, aber mein Ei ist wieder hart wie Kruppstahl. Das versteht nicht, meine Eier sind weich. So weich wie Ihre Boxerbirne, das sind Rühreier, Sie Mülleimer Casanova. Und ich habe überhaupt noch nichts zum Frühstück bekommen. Seit dieser Hurenlümmel im Hause ist, gelten Opa und ich überhaupt nichts mehr. Da soll noch einer abstreiten, dass ich Zärtlichkeiten brauche. Komm, mein Täubchen, lass uns noch ein bisschen gurren. Ihr gurrt ja schon seit 3 Wochen, man wird ja fast taub davon. Mal muss ein Ende sein. Die Gott wird später. Ich muss erst die Stellenangebote lesen. Mich laus der Affe, der Pinscher wird doch nicht arbeiten wollen. Arbeiten bin ich blöd. Ich lese die Stellenangebote doch nur, um zu sehen, was mir alles erspart bleibt. Nichts dafür, Faulenzer ist hier kein Platz. Faul sind wir selber. Betrachten Sie sich als gekündigt. Na schön, wenn Sie meinen, dann gehen wir eben, Heinrich und ich. Der Hund bleibt da, der Köter haut ab. Liebe Jolante, ich verzeih dir vieles, aber deine Verwandtschaft nie. Und bevor ich jetzt meine gute Erziehung verliere... Putze ich lieber mein Fahrrad. Schmieren Sie erst mal das Bett, Sie Nachtrammler. Ich hab die letzte Nacht wieder kein Auge zugetan. Ja, glaubst du denn wir? Was, mein süßer kleiner Lustbrocken? Wenn ich nicht bald mein eigenes Zimmer bekomme, werde ich frühreif und meine letzten Illusionen sind dahin. Regt euch nicht auf, küsst mir lieber die Füße. Pfui, Deibel, schon bei dem Gedanken wird mir schlecht. Hör nicht auf ihn, ich küsse dich, wohin du willst. Hier, sieh mal. Dressierter Hund für Filmaufnahmen gesucht. Da gehe ich sofort mit Heinrich hin. Ab morgen sind wir reich. Was kriegt dann so ein Hund für einen Film? Eine ganze Menge. Der Belmondo kriegt 1 Million, aber der Hund ist besser. Was, so ein Haufen Geld? Och, dann mach dich mal gleich auf den Weg, mein süßes kleines Pummelchen. Mach ich. Quatsch, das geht ja alles gar nicht. Das Mistvieh ist ja überhaupt nicht dressiert. Der ist ja nicht mal stubenrein. Ja, wenn man es genau nimmt, ist der Hund kreuzdumm. Ja, wie der Herr so sein Geschirr. Hey, hey. Aber keine Angst, ich werde dem Welpen schon den richtigen Drill beibringen. Hurra, der Opa macht aus Heinrich einen Star. Genau, immerhin habe ich in 3 Kriegen Hunde dressiert. Ach nee, was für Rassen denn? Schweinehunde, Sie Regimentstrottel. Und manche von Ihnen haben es sogar bis zum General gebracht. Also Opa, was schlägst du vor? Also zuerst einmal muss der Hund einen richtigen Namen haben, einen Starnamen.
Ein Hund namens Heinrich, das ist wie wenn ein Mann Schmidt heißt. So einer wird nie was, wenigstens nicht beim Film. Dann nennen wir ihn doch Heinz. Quatsch, so heißt der Rühmann schon. Nein, nein, ein Hund muss anders heißen. Hasso von der Vogelweide oder so. Was Aristokratisches jedenfalls, sowas wie Brigitte Bardot. Zum Blödsinn, Heinrich ist doch ein Rüde. Ach so, ich dachte, er ist Kommunist. Nee, nee, ich nenne ihn Henry den 18. Earl of Chippendale. Klasse, beim Film ist immer gut, wenn einer Englisch kann. Ja, und als Engländer braucht er hier auch keine Steuern zu zahlen. Also los, an die Arbeit. Jolande, hol die Peitsche. Aber wozu denn? Der Hund muss gehorchen lernen. Gabi, hol das Grammophon und sing das Lied vom Capri-Fischer. Wozu? Der Hund muss heulen lernen. Die Peitsche. Ah, sehr gut. Und jetzt hol den Briefträger. Wozu? Der Hund muss bellen lernen. Und Sie, Herr von Scheußlich, Sie verprügeln jetzt den Hund. Aber wozu denn? Der Hund muss beißen lernen. Und Sie, was machen Sie? Ich führe das Kommando. Unternehmen, Heinrich. Feuer frei. Wenn bei Capri die Runde war, dann im Himmel sie. Was soll ich da los? Komm, Heinrich, geh mal, geh mal! Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist's ja eben, sprach das Schwein. Ich will zu meiner Einheit. Das ist doch nicht meine Einheit. Wo ist meine Einheit? Was haben Sie eigentlich gegen Bomben, Herr Oberst? Ich vertrete den Nahkampf, so von Mann zu Mann. Das macht hart. Und nun die Talkshow. Sie gefallen mir sehr. Ja, bitte! Junge, da kann ich Sie beruhigen. Nein, nichts. Ich bedauere nichts. Interessant. Das muss ich jetzt auch abnehmen, hör mal zu. Ja, aber das wäre noch schöner, wenn man nicht über einen Politiker lachen könnte. Ja, die Zeit ist vorbei, ja. Nein. Meine Damen und Herren, die Klimbim-Talkshow. Nach dem großen Erfolg unserer ersten Klimbim-Talkshow, in der Sie auf sensationelle Weise alles Wissenswerte über Talkshow-Superstar Dietmar Schönherr erfahren haben, präsentieren wir Ihnen heute in unserer Talkshow eine Künstlerin, die Sie alle kennen, bewundern, verehren und lieben. Meine Damen und Herren, Wenke Mühre! Liebe Wenke Mühre, das Fernsehpublikum in Deutschland kennt Sie als großen Showstar, das Theaterpublikum in Skandinavien verehrt Sie als Entertainer und jubelt Ihren Bühnenshows zu.
Aber wie Sie wissen, sind Talkshows dazu da, Stars zu entlarven, ihr Privatleben in skandalöses Licht zu rücken, ihre falsche politische Einstellung anzuprangern und natürlich die Platten und Bücher der Stars zu verkaufen. All dies ist noch keiner Talkshow in Deutschland gelungen. Und so ist Klimbim ausgezogen, um Neuland zu entdecken. Wenke Mühe, packen Sie aus! Meine Damen und Herren, nachdem Sie jetzt alles wissen, was Sie bisher über Wenke Mühre noch nicht wussten, präsentiert Ihnen Klimbim jetzt Wenke Mühre! Wenn du kommst, bin ich froh, denn ich freue mich schon so auf die Zeit, die zu zweit uns nun da. Jeder Kuss macht mich reich, jeder Blick sagt mir gleich, was du denkst und mir schenkst heute Nacht. Seit ich dich am Sonntag bis zur Haustür gebracht, wissen alle Leute, was uns glücklich gemacht. Wenn du kommst, bin ich froh, denn ich freu mich schon so auf die Zeit, die zu zweit uns nun lacht. Schon viel erreicht und wie schön ist dann durch die Welt zu gehen. Immer heiter, das ist viel gescheiter. Immer heiter, dann wird nichts mehr schwer. Dann wird nichts mehr schwer. You are my sunshine, my only sunshine. Du machst mich glücklich, du machst mich froh.
Und nun weiter mit Sport. Wie könnte es anders sein mit Fußball? Endspiel um den Mittelmeerpokal zwischen Coco Madrid und Eintracht Klimbim. Wir haben dieses große Spiel heute Nachmittag schon live übertragen. Ich glaube, es haben mehr als 100 Millionen Zuschauer in ganz Europa gesehen. Und es gab ja eine Riesenüberraschung, einen wunderschönen 1:0-Erfolg der Klimbim-Mannschaft. Jetzt hat dieses junge Team den Pokal doch schon zum zweiten Mal gewonnen, und zwar innerhalb sehr kurzer Zeit. Im März haben wir zum ersten Mal davon berichtet. Und heute sind die Stars, die Fußballer, sogar bei uns im Studio. Ich darf Sie Ihnen vorstellen, zuerst den Kapitän der Mannschaft, Gustav Schläger. Er spielt auch gleichzeitig Libero. Dann Hänschen Klotze, der geniale Mittelfeldregisseur und Schütze des Siegtores. Lude Messer, der scharfe Außenstürmer und Dribbelkönig. Hacke Beil, die steile Sturmspitze. Und Kuno Kimmer, der Panther im Tor der Eintracht, die heute einfach nicht zu schlagen war. Kuno Killer, ich glaube, Sie haben heute das Spiel Ihres Lebens geliefert. Wie haben Sie eigentlich die Bomben und Granaten von Coco Madrid alle halten können? So. Ah, mit den Händen, das ist ja sehr interessant. Aber noch interessanter finde ich, Gustav Schläger, Ihre Taktik. Also ich muss wirklich sagen, der Gegner war völlig verwirrt, wir auch. Wir haben ein paar typische Szenen zusammengestellt und am besten sagen Sie ein paar Worte dazu. Naja, also im Wesentlichen schiebe ich unseren Erfolg auf unsere tolle Abseitsfalle, ne? Hier sehen Sie gleich nach dem Anstoß, wie Coco Madrid stürmt. Die Abseitsfalle schnappt zu und peng, dem Gegner frieren die Stiefel ein. Hier sehen Sie nochmal die Wiederholung. Der Angriff. Da kommt die Flanke hoch hinein. Wir laufen aus der Abwehr raus und rein in die Falle. Ein klares Abseits, und diese Spielchen haben wir mit den Spaniern noch öfters getrieben. Ja, das ist wirklich unwahrscheinlich. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die die Abseitsfalle besser beherrscht als ihre Elf. Na, das möchte ich nicht sagen, aber Sie haben natürlich völlig recht. Hänschen Klotze, abseits hin, abseits her. Aus dem Mittelfeld müssen die Ideen kommen, sonst fallen keine Tore. Und Sie haben diese Ideen, das kann man wirklich sagen. Wer ist eigentlich Ihr Vorbild? Also mein spielerisches Vorbild ist Franz Beckenbauer. Er hat ja mit seiner Devise, den Ball in den eigenen Reihen halten, die Bayern berühmt gemacht. Nicht? Und was dem Kaiser recht ist, das ist mir natürlich billig. Logisch, wa? Also habe ich das Ball in den eigenen Reihen halten übernommen und intensiviert. Wir haben die Methode so verbessert und ausgebaut, dass selbst die Bayern unheimlich schlecht gegen uns aussehen würden. Coco Madrid sah ja richtig mies aus, wa? Aber das sehen Sie ja selbst, nicht? Wir haben die Jungs haben wir total abgeblockt. Ja, und so ist es Ihnen ja wirklich gelungen, dass Coco Madrid bis zur Halbzeit nicht mehr an den Ball kam. Ja, spitze, wa? Ja, meine Herren Trainer, wo Sie auch sein mögen, hier gibt es wirklich etwas zu lernen, und wahrscheinlich ist in der nächsten Szene genauso. Lude Messer, wie haben Sie sich selbst und wie hat sich die Mannschaft auf dieses Superspiel vorbereitet? Training. Schwere Training, harte Training, Spezialtraining, Balltraining, Konditionstraining und nicht zu vergessen das Nahkampftraining. Nahkampftraining, was ist das denn? Das ist unser Trainingszentrum. Im Kampf um den Ball gibt es ja wichtige Grundsituationen. Erstens den Gegner vom Ball trennen. Hier sehen Sie eine Wiederholung. Der gegnerische Spieler muss messerscharf vom Ball getrennt werden. Bei dieser Übung darf man nicht zimperlich sein. Zweite Übung, den Gegner voll auflaufen lassen. Dritte Übung, beim Gegner stahlhart einsteigen. Wir üben das an einer Backsteinwand, die jeder von uns dreimal täglich durchtreten muss. Vierte Übung, den Gegner umlegen. Das ist die wichtigste Nachkampfübung. Pro Tag müssen wir 5 Gegner umlegen, um in Form zu bleiben. Wirklich eine ungewöhnliche Trainingsmethode. Ja, leider müssen wir bald damit aufhören. Wieso? Wir kriegen keine Leute mehr. Ja, das kann ich verstehen. Wer die Bilder gesehen hat, für den wird das klar sein. Aber nun zu unserem Mittelstürmer, zu Hacke Beil. Sie treten ja nun in die Fußstapfen von Gerd Müller, das kann man wohl sagen, dem Bomber der Nation. Und man nennt Sie ja auch schon liebevoll den Atombomber. Wie kommt das eigentlich dazu?
Na, in den letzten 4 Tagen habe ich den Jägner 24 Bomben reingedonnert. Ja, und Ihre Bombe, das muss man ja wirklich einmal sagen, diese tolle Bombe aus 10 Meter Entfernung hat ja praktisch das Spiel mitentscheiden helfen. Und davon sehen wir nun den Film. Eine herrliche Vorbereitung, hier ist ein schöner Pass von Schläger zu Klotze, dann Rückpass und die Bombe. Ja, macht es und der Torhüter, der ist verzweifelt, wirft seine Handschuhe weg. Eine Wiederholung, verwirrendes Passspiel, Schuss. Und die Bombe kracht, der Torhüter wird schwarz vor den Augen, er kann den Ball nicht halten. Er prallt ab, Nachschuss von Klotze und dann fällt das 1:0. Ja, das war also wirklich das Tor des Monats, auch was sage ich, das war das Tor des Jahres. Da gibt man einen Glückwunsch dazu. Jubel über Jubel, wie Sie sich vorstellen können. Und trotzdem lag ein kleiner Schatten über diesem Spiel. Und das geht Sie an, Kuno Killer. Sie wissen, was ich meine. Er hat so großartig gehalten. Aber wenige Minuten vor Schluss wurde er vom Platz gestellt. Was heißt wenige Minuten? Es waren nur noch Sekunden zu spielen. Und wir wollen uns jetzt einmal ansehen, wie das überhaupt dazu kam. Es war eine wirklich schwache Entscheidung des Schiedsrichters. Coco Madrid greift an, Verteidiger Keiler geht englisch hart dazwischen, aber wie wir meinen, durchaus fair. Der Schiedsrichter hat es anders gesehen, er gibt Elfmeter, aber schauen Sie sich diese Szene an, nie und nimmer ein Elfmeter, im Gegenteil, eher ein Freistoß für Eintracht Lübeck. Und der hart bedrängte Schiedsrichter, wenige Sekunden vor Schluss eine solche Entscheidung zu treffen, das ist unmöglich. Zuschauerproteste noch und noch, Bruno Killer ist mit diesem Elfmeter natürlich nicht einverstanden. Er kann es nicht sein. Er hat aus nächster Nähe gesehen, unmögliche Entscheidung. Und jetzt zeigt der Schiedsrichter ihm sogar die rote Karte und da reißen ihm die Nerven. Er schlägt den Schiedsrichter K.O. Also ich habe mir diese Szene sicher 20 Mal angesehen. Es war kein Elfmeter, das steht für mich fest. Das andere wohl eine Affekthandlung. Aber was mich mehr bedrückt, Sie haben hinterher mit dem Schiedsrichter noch einige Auseinandersetzungen gehabt und sind vom Internationalen Fußballverband sofort für 10 Tage gesperrt worden. Wie kam es dazu? Haben Sie den Schiedsrichter beleidigt? Sie können doch offen sein. Haben Sie den Schiedsrichter geschlagen? Wollen Sie dazu nichts sagen? Wir haben gerade einen Zettel gereicht. Es ist eben ein Film über den Vorfall eingetroffen. Wir haben also doch noch ein Kamerateam da gehabt. Können wir denn jetzt dem Publikum zeigen, was Sie mit dem Schiedsrichter gemacht haben? Film ab. Wir haben gehört, Sie wollen einen Ihrer Unteroffiziere heiraten. April, April. In einer schwülen Stunde hilft oft ein kühles Bad. Thank you.
Jetzt versuchen wir schon 3 Wochen und der Hund hat noch nicht einmal über uns gelacht. Vielleicht hat das Tier einen Dachschaden. So ist sie. Immer schließt sie von sich auf andere. Aber vielleicht ist Heinrich wirklich neurotisch. Los, schafft ihn auf die Couch. Bring den Hund her. So. Ja. Nun erzähl mal. Hattest du eine unglückliche Kindheit? Nichts. Bom 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 bom. Ah, Ödipus-Komplex, ich hab's ja geahnt, er liebt seine Mutter. Ui, fein, ich meine auch. Aber hat denn der Kacke auch einen Ödipus-Komplex, wenn er meine Mutter liebt? Nein, dann hat er eine Meise, aber das macht ja nichts. Bescheuert sind wir schließlich alle. Richtig, richtig. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob der Hund schussfest ist. Schussfest? Willst du ihn denn erschießen? Quatsch, das ist der Reaktionstest. Wie damals in den Ardennen! Heinrich ist weg! Was? Heinrich ist weg! Heinrich! 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 Sie haben einen Hund erschossen, Sie Klowärter! Und wenn das so wäre, dann hätte ich den Falschen getroffen! Sie haben ihn umgebracht! Ach, dann schaffen Sie doch erstmal die Leiche bei! Aus ist es mit den Millionen! Jetzt bleibt uns nur noch der Suff! Gabi, hol den Schnaps! Ja! Ah, da ist er! Eisschrank versteckt. Damit taugt das Stinktier ja nicht mehr für Wildwestfilme, wenn der bei jeder Schießerei in die Tiefkühltruhe springt. Ich hab's. Wir vergessen den Film und gehen mit Heinrich zum Fernsehen. Da braucht er nichts zu können und kriegt gleich eine eigene Serie. Ja, wunderbar. Da kann ein Daktari den Löwen spielen. Kann er eben nicht, weil er ja nicht marschieren kann. Mann, haben Sie einen blöden Hund, Sie Stockrübe. Wir könnten ihn ja von Loriot zeichnen lassen als so eine Art von Wumm. Ja, und dann hängen wir ihn als Bühnenbild bei Schimek an die Wand. Ach, das ist doch alles Schwachsinn. Lassie, Flipper, Fury, da kann er gleich in Klimbim mitspielen. Nein, nein, ich hab's. Wir steigen in die Werbung ein, da liegen Millionen drin. Aber wofür willst du denn mit Heinrich werben? Für Hundefutter. Fressen ist schließlich das Einzige, was er kann. Dufte Idee. Ich rufe sofort einen Hundefutterkonzern an. Ui, fein. Dann wird Heinrich so berühmt wie der Schwarze Riese oder wie Admiral Propper oder wie die glücklichen Kühe auf der Bärenalm. Jawohl, wir drehen mit dem Bastard einen Werbespot. Herrlich, herrlich, dann werden wir ja alle berühmt. Also los, an die Arbeit. Wenn die Nacht geht und der Tag kommt, dann kommt er, Sir Henry, und verschönt mir den Tag. Wenn ich bei schwerer Arbeit tagelang unter Kontaktarmut leide, dann kommt Sir Henry und schafft mir die nötigen Verbindungen. Wenn ich im Kindergarten mit meinen Puppen spiele, und meine Mutti sagt, Gabilein, du bist ein böses Kind, dann kommt Sir Henry und schenkt mir eine glückliche Kindheit. Wenn ich in vorderster Front stehe und mir nützlos wilde verwegene Jagd um die Ohren gehen lasse, dann kommt er, Sir Henry, und feiert mit mir den Sieg. Und wenn wir alle am Abend die Abenteuer des Tages genießen, dann belohnen wir ihn, unseren Sir Henry, mit dem herrlichen Schlecki Schlecki aus Dr. Röhrbeins Hundeküche. Schlecki Schlecki schmeckt! Schlecki Schlecki gibt Kraft! Schlecki Schlecki schmeckt auch Ihrem Hund! Denn Schlecki Schlecki schmeckt Sir Henry! Ja! Schlecki Schlecki ist sein Lieblingsgericht! Sir Henry liebt Schlecki Schlecki! Was? Ja. Ja. Da kann man nichts machen. Wieder hören. War das Dr. Röhrbeins Hundeküche? Ja. Und was haben die Brunnenvergifter gesagt?
Heinrich ist fristlos entlassen. Aus ist es mit den Millionen. Schweinehunde! Ich meine diese Hunde, die unserem Hund so einen Schweinefraß vorgesetzt haben. Richtig, Heinrich ist nicht entlassen. Er hat gekündigt. Er hat es einfach abgelehnt. Dieses beschissene Schlecki-Schlecki zu fressen. Jawohl, mein Hund hat Charakter. Leider haben Sie nichts von ihm geerbt, Sie Schlecki-Schlecki-Matratze. Aber was machen wir denn jetzt? Wir werden uns unser Geld wieder redlich verdienen. Und Heinrich? Der braucht ab sofort nicht mehr zu arbeiten, wird pensioniert und bekommt von uns auf Lebenszeit sein Gnadenbrot. Und wenn er das auch nicht frisst? Das ist doch ein Scheißladen hier. Wo ist meine Einheit? Ich will... Ich will zu meiner Einheit. Wo ist denn... Das ist doch nicht meine Einheit. Ich will zu meiner Einheit. Wo ist meine Einheit? Verdammt nochmal! Sie haben sich für eine modische Bekleidung der Soldaten ausgesprochen. Ich habe da sogar eigene Ideen entwickelt. So, oh, oh, hier ein winterlicher Kampfanzug für meine Fallschirmjäger. Alles in weißgrauem Chiffon mit verwegenem Halstüchlein. Der Feind wird denken, es schneit, wenn wir so vom Himmel fallen. Also zum 7. Mal? Na, was denn? Was? Wenkemühre. Wenkemühre. Das Verflixte. Ist verflixt? Nein, ist im verflixten 7. Jahr. Sie ist im 7. Jahr? Nein, das verflixte 7. Jahr mit Wenkemühre. Also, das verflixte 7. Jahr mit Wenkemühre und William Millier. Sag's doch gleich. Auch im verflixten 7. Jahr ist es mit dir noch wunderbar. Und darum wird auch unsere Liebe nie erkalten. Auch im verflixten 7. Jahr ein Wusste-Ehepaar und darum wird auch unsere Liebe ewig halten. Wenn's auch manchmal Sorgen gibt, was macht das schon, was macht das schon, was macht das schon, wenn man sich liebt. Auch im verflixten 7. Jahr ist es mit dir noch wunderbar, so wunderbar, so wunderbar, wie's im ersten Jahre war. Es war nicht immer leicht mit mir. Es war nicht immer leicht mit dir. Ich musste mich oft unter Tränen an dich erst gewöhnen. Auch fiel schon mal ein böses Wort. Ich geh fort. Und doch, wir haben uns vertragen. Wie schön das ist, dir heut zu sagen. Auch im verflixten 7. Jahr ist es mit dir noch wunderbar. Und darum wird auch unsere Liebe nie erkannt. Verflixten 7. Jahr sind wir ein Muster-Ehepaar und darum wird auch unsere Liebe ewig halten. Wenn's auch manchmal Sorgen gibt, was macht das schon, was macht das schon, was macht das schon, wenn man sich liebt. La, 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 la. Und darum wird auch unsere Liebe nie erkannt. Im verflixten 7. Jahr ist es mit dir noch wunderbar, so wunderbar, so wunderbar, wie es im ersten Jahr war. Herr Oberst, worin sehen Sie Ihre eigentliche Aufgabe? Ich verstehe mich als die Mutter der Truppe und...
Wo ist meine Einheit? Ich will zu meiner Einheit. Komm, mein kleiner Findling. Ich bin deine Einheit. Wissen Sie, er kommt gerade recht zur wehrlosen Ertüchtigung und dann das große Zapfenstreicheln. Auf Almen darf man sorglos lieben, denn im Herbst wird abgetrieben. Denn jeden Herbst. Auf Almen. Na, wo die Kühe stehen. Auf Almen darf man sorglos lieben, denn jeden Herbst wird abgetrieben. Ihr Wind schlägt nach Vanille und spielt gern den Kuh. Die Wind ist unser Lieben und ist es mal nicht wahr. Da mach ich mir nen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar. Das war's mal wieder, meine Damen und Herren. Heute in 3 Wochen, am 23. März, machen wir wieder Klimbim und laden Sie herzlich dazu ein. Bis dann also. Auf Wiedersehen. 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 Glücklich ist, wer vergisst, wie's bei anderen Sendern ist.